willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal sofort und Blacky. Auf da in den Shop rein. So. Ja, gleich. Erstmal ein paar Süßigkeiten für Sie. Ein Moment. Guck da, ja, gleich. Guck für dich. Warte. Ja, nicht. Guck. So, tut das so. Was Süßigkeiten für Sie. Okay? Können wir jetzt das Shop-Video machen oder ist das irgendwie nicht möglich? So, okay. Also, wir gehen dann in den ersten Bunny Moon Skin, was er gleich auch schon in einem Leak gezeigt hat. Gell, Mr. Blacky? Tiggy, ja, das habe ich in einem Leak gezeigt. Was bin ich eigentlich für ein Tiggy? Warum bin ich Tiggy? Weil du gestreifte Katze bist. Das ist ja voll süß aus der Kamera. So, also. Okay, also erstmal Punkte verteilen hier. Ich finde, das sieht eigentlich ziemlich creepy aus. Das ist eigentlich ziemlich verrückt und cool. Wie viel gibst du? Wie viel geben Sie denn, Mr. Blacky? Ich gebe Bunny Moon 6 von 10. Okay, ich gebe dir 7 von 10. Und wie viel gibst du mir? 0. Von 10? 0 von 100. So, beide jetzt. Auf. Beide jetzt. Erkennt ihr's? Sieht doch cool aus. Ist witzig. So, okay, dann sind wir bei Deadfire. Du bist jetzt schon. Deadfire. Ja, Deadfire. Mr. Blacky, wie finden Sie das? Ich finde Deadfire ziemlich cool. Inzwischen habe ich auch herausgefunden, dass der quasi im Verlauf des Matches mit mehr Kills dann eben diese andere finale Form davon annimmt. Und habe auch schon in einem Artikel gelesen, dass es wahrscheinlich in Zukunft dann der seltenste Skin werden wird. Wird er aber nicht. Weil er jetzt eigentlich nur für Halloween rausgekommen ist. Wieso sollte es dann der seltenste Skin sein? Weil er jetzt nur einmal für Halloween rausgekommen ist und weil er dann vermutlich, also jetzt Halloween in diesem Fall jetzt hier, in dieser Season ist ja hier so Wild West mit Zombies das Thema. Und dann das nächste Mal wird wahrscheinlich wieder was anderes kommen. Ja, mit Christmas-Zeug kommen. Also. Christmas-Zeug zu Halloween? Nein, nach der Season. Nein, ich meine jetzt zum nächsten Halloween. Also, natürlich. Wie viele Punkte? Ja, ich gebe dem nach wie vor 7 von 10. Aber wahrscheinlich, nachdem ich jetzt das mit dem Effekt kapiert habe, gebe ich schon 8 von 10. Ich gebe dem 6 von 10. Okay. Dann haben wir die Dark Sharpicker. Ich liebe schwarz. 8 von 10. Okay. Ich liebe. So eine Picke ist einfach mega geil. Einfach nur komplett schwarz. Ich gebe da 7 von 10. Nein. Du musst der 10 von 10 geben. Weißt du wieso? Du heißt Blacky. Deswegen gebe ich ja trotzdem 7 von 10. Aber du bist Blacky. Du bist Black. Ja. Ja, so. Dann auf. Ich gebe 10 von 10. 7 von 10. Echt? Okay. Ja. Dann haben wir den Toxic Trooper. Leute, guckt doch, es sieht doch echt scheiße aus. Jetzt hast du mich wieder gekapert. Jetzt habe ich dich überdeckt. Sorry. So, jetzt komme ich wieder nicht rein. Okay, dann können wir trotzdem weitermachen. Wie finden Sie denn den Toxic Trooper? Grauenhaft. Ja? Schlimm, grauenhaft, 3 von 10. What the fuck? 3 von 10 nur? Ja. Ich finde, es gibt kaum was Hässlicheres. Da finde ich teilweise manche No-Skins noch besser.
als das Ding. Also das sieht schlimm aus. Würde sagen, dass ich dem 7 von 10 gebe. Hast du den mal irgendwann im Spiel gesehen? Ja. Da ist da einer mit rumgelaufen. Ninja hat den gespielt. Toxic Trooper. Ja, Ninja hat den schon gespielt. Dafür wurde er wahrscheinlich von Epic bezahlt dann. So, komm, spiel den mal. Kriegst von uns hier, was weiß ich, 5.000, 10.000 Dollar. Genau. So, damit wenigstens irgendjemand den Schrott da kauft hier. Nein, auf jeden Fall. Nein. Also ich gebe dir 7 von 10. Okay, also weiter. Nein, Spaß, ich gebe dir 0 von 10. Was denn? 0 von 10. Nein, das sieht komplett blöd aus. So. Also Toothpick. Oh, das ist so eine Wikinger-Picke, die sieht komplett schlimm aus. Ist doch keine Wikinger-Picke. Ja, was soll denn sonst sagen? Das ist eine Neandertaler-Keule. Alles das Gleiche. Mit einem Dinosaurierzahn. 2 Punkte. Also die finde ich wieder ein bisschen besser, 6 von 10. Ein bisschen besser, 6 von 10. Das ist dreifacher. Ja. Dann, Herr Gleich, bitteschön. Ja, das gibt mir was Süßes, es gibt Saures. Popcorn fand ich cool. Das hier ist fast das gleiche wie das Popcorn. Deswegen bin ich jetzt ein klein wenig enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Herr Sofort hatte vorhin ähnlich reagiert, hat gesagt, das ist das ähnliche wie Popcorn. Deswegen gibt's dann hier, ich bin gleich wieder weg von der Kamera, ne? 5 von 10. Treat yourself, ja. Okay. Dann haben wir Erhard. Ja, was gibst denn du dem? Achso, 0 von 10. Das komplette Nachmacher von Popcorn. Ich hab das Popcorn, das bedeutet, ich brauch den nicht. Okay. Dann Erhard! Ja, und? Gib du es. Ja, was soll ich denn dem Erhard geben? Also, oder der Erhard. Was scannen Sie hier denn so in diesem Video rum? Wie spät ist es? Wie alt ist es genau? 10 vor 4 müsste es jetzt erst sein, richtig? Also jetzt nach normaler Uhrzeit. Nach normaler Uhrzeit. Jetzt ist er umgestellt worden. Wir sind jetzt immer noch wach. Es ist umgestellt worden. Es ist jetzt gerade 2.50 Uhr, aber normalerweise wäre es 3.50 Uhr. Ja. So, und er hat was soll ich denn? Ich gebe 5 von 10. Mhm. Man kann. Voll was krass, gibst du, Erhard? 0 von 10. Warum? Sieht doof aus. Also generell, man kann die Uhrzeit jetzt zweimal erleben. Pumpernickel. So, dann ist der Ton auch schon wieder weg, weil der Herr sofort wieder hier rumspielen muss. Was gibt's dem Pumpernickel? Ich gebe dem 7 von 10. 0! Ja, sehe ich genauso. 0 von 10 für den Buckled. Also wie viel habe ich jetzt gegeben? Also jetzt mal kurz Zusammenfassung, Leute. Habe ich 7 von 10 gegeben, habe ich keine Ahnung wie viel gegeben, habe ich keine Ahnung. Toxic Trooper habe ich 0 gegeben, Toothpick habe ich 2 gegeben, Cheeto Self habe ich 0 gegeben, Erhard habe ich 0 gegeben, Pumperdick habe ich 8 gegeben und Buckled habe ich auch 0 gegeben. Ganz schön viele Nuller dabei. Ja, Mann, eine mega krasse... Ganz schön viele Nuller dabei. Was wippen Sie ja eigentlich mit Ihrem Kopf so rum? Ganz schön viele Nuller dabei. Ganz kurz. Candies für ganz gleich. Schön viele. Ganz viele Candies. Ganz viele Candies. Mach mal mit dir gleich, komm. Ich versuch's mit dem Mund aufzufangen. So. Gut. Hast du aufgefangen? Ich hab's. Oh, yum, yum, yum. Lecker. Okay. Also Huste gut's hier, sagte Frankfurter. Huste gut's hier. Also, ich würde auch sagen, es reicht jetzt mal von Blacky. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Schreibt mal Hashtag Blacky unten in die Kommentare, weil jetzt haben wir endlich den Namen von der Gleis.
Black Panda Waschbär irgendwas rausgefunden. Also für mich ist immer noch der Waschbär, aber ich weiß ja nicht, wo. Jetzt ist es halt Blacky. Ja, also bis dann rein und tschüss.